Hallo zusammen zum Galactic Report. Eine Anomalie reist durchs All und nähert sich bedrohlich der Bubble. Das EDDE-Forum findet ein neues Zuhause. Der Konsolentransfer kommt voraussichtlich in der Woche um den 12. September und die Monde sind kollidiert. Die Geschehnisse in Elite Dangerous, gerade was die neue Story angeht, nehmen kein Ende. Nachdem die Targoiden in der letzten Woche mit willkürlichen Attacken im Hyperraum angefangen haben, nähert sich nun ein unbekanntes Flugobjekt. Es ranken sich viele Gerüchte und Vermutungen um die Anomalie, aber wissen tut aktuell niemand etwas Genaues. Das Objekt wurde bei Burnett's Loop gesichtet. Andrew Gaspers Reisebericht zu dieser Region des Weltalls sei oben nochmal eingeblendet und empfohlen. Da unten ist die Navigation extrem schwierig, da die Pilots Federation unzählige Systeme gesperrt hat. Die Gerüchteküche vermutet eine massive Targoidenpräsenz. Was mittlerweile klar ist, es handelt sich nicht um einen einfachen Stern oder irgendwas in dieser Art. Das Objekt bewegt sich ganz klar durchs All zwischen den Systemen. Wenn ihr euren Vollspektrum-Systemscanner auf die Anomalie ausrichtet, dann hört ihr auch, da draußen ist etwas. Was auch immer das ist, es ist kein einfaches Hintergrundrauschen. Anti-Sino-Initiative und Canon Research haben bereits Anfang der Woche die höchste Alarmstufe wegen des Objekts ausgerufen. Auch auf dem Stellar Nebula Discord finden Untersuchungen und heftige Diskussionen zur unbekannten Anomalie statt. Währenddessen sei an der Stelle erwähnt, dass die Anomalie nun auch bei GameStar erwähnt wird. Ich zitiere Samantha March von FDev beim PC Gamer Interview auf dem Weg zum Update 14 und Aftermath. Wird die Bedrohung durch die Thargoiden in einem Ausmaß eskalieren, wie es die Kommandeure noch nicht erlebt haben. Ich denke, jeder kann sehen, dass schlimme Dinge kommen werden, aber Aftermath wird die Situation noch weiter verschärfen. Wir sind sehr gespannt, wie alle damit umgehen werden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Galaxie nicht mehr dieselbe sein wird. Ich werde mich an der Stelle natürlich keinen Spekulationen hingeben, aber vielleicht wollt ihr das in den Kommentaren oder auf dem Discord machen. Vor einiger Zeit schon ist das deutschsprachige EDDE, EliteDangerous.de Forum, abgeschaltet worden. Während bisher davon ausgegangen wurde, dass es sich um ein temporäres Problem handelt, gab der Admin und Betreiber DoubleFrag am Anfang dieser Woche bekannt, dass das Forum in der bisherigen Form nicht weiter bestehen kann und wird. In den nächsten Tagen darauf gab es viele Gespräche, um die sehr beliebte Anlaufstelle im deutschsprachigen EliteDangerous-Bereich zu retten. Dies ist nun zumindest teilweise gelungen, indem das EDDE-Forum mit ins Stellar Nebula Project Forum integriert wurde. Dazu teilt DoubleFrag mit. Viele von euch wissen um die Situation in Sachen unseres alten Forums. EDDE wurde im Dezember 2013 gegründet, da es seinerzeit kein deutschsprachiges Forum für Elite Dangerous gab. Das Projekt wurde von meinen Mitstreitern und mir ins Leben gerufen und über viele Jahre betreut bzw. gepflegt. Vor wenigen Wochen musste ich das Forum jedoch deaktivieren, gewisse Bereiche waren nicht datenschutzkonform. Da mir persönlich die Zeit fehlt, mich intensiver mit der Materie zu beschäftigen, haben wir einen Weg gesucht, wieder eine Anlaufstelle ins Leben zu rufen, so kam der Kontakt zu Stellar Nebula zustande. Es ist natürlich für alle sehr schade, dass die vielen alten Informationen, Beiträge, Reiseberichte damit verlustig gehen. Das Entscheidende ist jedoch, dass neue und alte Spieler wieder eine persistente Anlaufstelle für Informationen und Hilfestellungen bekommen. Das Ganze muss natürlich wieder mit Leben und Informationen gefüllt werden. Ich bin da aber zuversichtlich, dass dem in den kommenden Wochen und Monaten so sein wird. Razer, Betreiber des Stellar Nebula Project Forums, ließ verlauten: Ich freue mich sehr, dass wir den Mitgliedern des EDDE-Forums hier bei Stellar Nebula Project eine neue Heimat in unserem Forum anbieten können. Gleichwohl bin ich mir auch der Verantwortung bewusst, den neuen und natürlich auch alten Mitgliedern hier ein funktionelles, modernes und auf viele Jahre ausgelegtes Forum bereitzustellen.
Ich selbst weiß sehr gut, dass eine langjährige Spielergemeinschaft etwas Familiäres an sich hat und vielen über die Jahre zu einer Art Heimathafen in der Tiefe des Internets werden kann. Dahingehend verstehe ich sehr gut die Enttäuschung vieler über die wohl notwendige Schließung des alten EDDE-Forums und kann mich wie alle den Danksworten an DoubleFrag nur anschließen. Getreu dem Motto, wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere, bin ich mir sicher, dass wir in der großen SNP-Gemeinschaft auch wieder einen Heimathafen im Forum bekommen, in dem ihr euch zu Hause und wohlfühlen könnt. Ich freue mich darauf, den spannenden und auch schönen Weg mit euch und dem ganzen SNP-Team gehen zu dürfen. Ja, glücklicherweise kann auf diese Art und Weise die Community des EDDE-Forums weiter zusammenbleiben und an neuer Stelle den Austausch fortsetzen, wenn es auch blöd ist, dass natürlich die ganzen Inhalte verloren gehen. Die Adresse elitedangerous.de ist bereits entsprechend umgeleitet worden. Auch der EDDE-Teamspeak-Server bleibt aber aktiv und weiterhin wird DoubleFrag sich auch um eine der größten deutschsprachigen Ingame-Privatgruppen kümmern. Die Elite Dangerous Ingame-Privatgruppe hat über 5000 Mitglieder. Um ihr beizutreten, ist eine Anmeldung über das Forum elitedangerous.de, also jetzt Stella Nebula, notwendig. An dieser Stelle auch von mir. Lieben Dank an DoubleFrag und an alle anderen Mods und Mitarbeitenden von EDDE. Auch für mich war dieses Forum eine regelmäßige Anlaufstelle und ein Ort zum Austausch mit gleichgesinnten Elite Dangerous-Spielern. Frontier Developments teilt mit, dass die Roadmap zum Transfer von Accounts von Konsolen auf PC noch aktuell ist und circa ab dem 12.09. die Transfers auch starten werden. Ab dem 5. findet eine Testphase statt. Zum Verfahren hatte ich im oben eingeblendeten Galactic Reports bereits ein paar Details genannt. Ich werde aber auch nochmal ein Video machen, wenn es dann soweit ist und wir nähere Informationen haben. Für einen zeitlich begrenzten Zeitraum können Konsolenspieler ihren Account duplizieren und auf den PC übertragen. Gleichzeitig haben sie auch die Option, weiter auf der Konsole zu spielen. Das Spiel selbst stellt FDev dabei in der Normalversion, also Horizons, kostenlos zur Verfügung, wenn ihr es auf der Konsole schon gekauft habt. Die Monde sind kollidiert. Vielen Dank an den Kollegen Browski für das Videomaterial. Er war für uns vor Ort und hat Aufnahmen gemacht. Wie angekündigt, sind solche Events in Elite selten, passieren aber mal immer wieder aufgrund von Fehlern in der Stellar Forge. Den Anwesenden ergibt sich immer ein interessanter Anblick und manchmal auch einen Einblick ins Innere der Monde und Planeten, der eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Nach einigen Stunden ist der Spuk aber dann vorbei und unbeeindruckt von all dem Wirbel und völlig unversehrt ziehen die Monde weiter in ihrer Bahn, als wäre nichts gewesen. Das zweite große Community-Event, das Finden des grünen Planeten von At the Eldritch's Gate Expedition, hat es in die Galnet News geschafft und ist damit Teil der Ingame-Lore von Elite Dangerous geworden. FDev scheint seine Politik, die Community einzubeziehen und einiges besser zu machen, weiterhin umzusetzen und lässt nun Worten auch Taten folgen. Zuvor hatte es bereits die Operation Witch Hunt, eine gegen Salvation gerichtete Initiative von Spielern geschafft, im Galnet erwähnt zu werden und damit Teil der Elite Dangerous Lore zu werden. Herzlichen Glückwunsch sowohl an Witch Hunt und auch an At the Eldritch Gate. Ihr seid nun Teil des Elite Dangerous Kanon. Das war's für diese Woche. Alles Gute und bleibt gesund. Euer Science Keeper.